6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, nicht das dickste Polster für Waldhof Mannheim. Ein Sieg bei Schlusslicht Unterhaching daher Pflicht, um der roten Zone zu entkommen. Und Mannheim in Weiß von links nach rechts startet besser in die Partie. Mit Kostli dann das schnelle Gegenpressing, wieder Marcel Kostli, Jastrzemski. Und in der Mitte ist Ferrati. Zweite Minute, Arianit Ferrati, einer von 4-9 im Vergleich zur 0-2-Heimniederlage gegen 1860 München. Munterer Start von den Gästen aus Mannheim. Trainer Patrick Löckner muss unter anderem auf den rot gesperrten Jan-Hendrik Marx verzichten. Sein Team bleibt in der Anfangsphase aber klar am Drücker. Macht das Spiel breit, immer wieder über rechts. Ferrati Martinovic verpasst. Da hinten ist aber noch Rafael Garcia, der sucht Jastrzemski. Schwierig zu nehmen, dieser Ball. Aber es gibt Eckball und die Hertha-Leihgabe. Jastrzemski schreitet gleich wieder zur Tat. Verlat. Nächste Chance. Erste 20 Minuten noch für druckvolle Mannheimer. Hachings Chefcoach Arif van Lent rechts angespannt. Seine Mannschaft könnte heute bei entsprechenden Ergebnissen absteigen. Weiter Mannheim und da ist Christiansen. Prüft den Härtegrad des Aluminiums und Mannheim bleibt hartnäckig. Haching kriegt die Szene nicht bereinigt. Das ist Garcia, Rafael Garcia. Jetzt aber die Führung für Waldhof, 24. Minute. Und das ist verdient, der Spaß am Tore schießen zurück nach zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenes Tor. Erst Christiansen mit dem beinahe Traumtor und dann nicht weniger schön der Abschluss, noch leicht abgefälscht von Garcia, fünftes Saisontor. Was ist eigentlich mit Unterhaching los? Halbe Stunde schon rum, dann mal Turcan. Schwabel, auch der probiert anspruchsvoll direkt per Wolle. Markus Schwabel, Hachings Kapitän. Waldhof mit schlechten Erinnerungen ans Hinspiel 1-4 kurz vor Weihnachten. Heute ist es eine andere Geschichte, denn Mannheim bespielt hier das Schlusslicht. Christiansen hat den Raum, hat den Platz und hat das Auge für Rafael Garcia mit der Chance aufs 0-2 vergeben. Kurz vor der Pause. Perfekt vorbereitet von Max Christiansen, aber hier zu sehen, Hachingskeeper Koppens noch dazwischen. Knappe und verdiente Pausenführung für Mannheim durch das Tor von Rafael Garcia. Van Lent wechselt bei Haching gleich dreimal durch, an der Mannheimer Dominanz ändert das nichts. Immer wieder die rechte Seite, Kostli und Jastrzemski. Kommt da nicht mit dem linken Fuß, nicht mehr richtig hinter den Ball, wartet weiter auf sein zweites Saisontor für Mannheim. 50. Minute, der Auftakt eines wahren Chancenfestivals. Wenn einer nicht zufrieden sein kann bis dato, dann Patrick Löckner mit der Chancenverwertung zumindest seiner Jungs. Sie machen aber weiter. Das ist Ferrati, Traumpass auf Martinovic. Nächstes dickes Ding, wieder Koppens dazwischen. Der hier die noch größere Chance aufs 2-0 für Mannheim verhindert, den rechten Arm hier noch nach oben reißt. Und Unterhaching kommt nur zaghaft mal nach vorne. Schwabel schon 12 Assists und dann auch mal die Chance für Unterhaching. Königsmann muss hier zum ersten Mal eingreifen. Heinrich mit dem gefährlichen Aufsetzer, aber Timo Königsmann, wenn er wach sein muss, dann ist er wach bislang. Ansonsten aber Mannheim klar spielbestimmt. Garcia mit diesem Raumöffner auf Martinovic. Da ist Ferrati und das ist nicht das 0-2, kaum zu glauben. Denn der Ball, schwer zu sagen in der Wiederholung, aber wohl nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. Es bleibt beim 0-1. Patrick Löckner will endlich den Haken hinter den Abstiegskampf machen, aber sein Team kostet ihn hier Nerven. Und Unterhaching, sie kommen nicht oft, aber wenn dann gefährlich, wieder Königsmann, das nächste Ausrufezeichen vom Schlusslicht, muss hier ran nach dem Versuch von Ansbach. Stunde erst rum. Und dann wieder Mannheim über die rechte Seite und dann ist er drin.
Jastrzębski auf Garcia, der doppelte Garcia, 60. Minute. Und endlich muss man sagen, das zweite Tor für die Mannheimer. Keine schwere Aufgabe am Ende für Rafael Garcia. Verdient ist es allemal. Dann lässt die Partie Luft raus. Wir sind schon in der 85. Minute. Nochmal eine Chance für Unterhaching. Grauschopf, und da ist wieder Timo Königsmann mit starkem Reflex. Und das dann auch die letzte Möglichkeit der Partie. Timo Königsmann kriegt nochmal den Klaps der Mitspieler. Zeigt hier nochmal seine Klasse. Und dann ist es amtlich. Unterhaching steht als erster Absteiger aus der dritten Liga fest nach dem 0:2. Waldhof Mannheim hingegen 3 Spieltage vor Schluss mit 8 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge, kann für ein weiteres Jahr dritte Liga planen.